Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS29 neue Minibrunnen auf der neuen Minibrunnenkarte. Wer hätte es mal wieder gedacht? Wir sind wieder am Start. Ja, es ist Montag. Einen schönen Montag wünsche ich euch. Wir switchen hier noch jetzt. Wir starten jetzt mit neuen Minibrunnen in die Woche. Und nicht mit Bausimulator, aber ist ja wurscht. Tja, müssen wir erstmal gucken, was abgeht. Da können wir ganz kurz bei unseren Enten vorbeischauen. Hier sind Küken. Ja. Gamescom ist over. Wir haben noch ein paar Sachen hier erfahren. Wer auf Insta folgt, der hat ja alles mitbekommen eigentlich. Wir haben Sennebogen bestätigt bekommen. Wir haben Kleintiere, also nicht Kleintiere, Jungtiere bestätigt bekommen. Wir haben einiges bestätigt bekommen. Wo ist mein 900er? Ja, aber ich warte jetzt noch ein wenig ab, bis das nächste News-Video kommt, weil bis jetzt ist nur das Wetter. Und das haben wir im Trailer-Analyse schon ein bisschen durchgeguckt. Hier steht. Ah, Walze. Stimmt. Ach, wir waren ja auch am Gucken wegen. Am neuen Schlepper. Vielleicht wollen wir das erstmal fortsetzen. Wollen wir das mal fortsetzen? Neuen Schlepper gucken? Komm. Wir gucken mal. Nur gucken. Ich meine, wir haben den Kredit offen. Ich meine, es neigt sich dem Ende das Ganze. Na, also es ist ja nicht so, als wären wir da jetzt, noch jahrzehntelang beschäftigt. Und so ein 700er Gen 7. 720. 50 km/h reicht mir völlig aus, sage ich euch ganz ehrlich. Was kostet der? Schau mal, wir konfigurieren uns den mal so, wie wir das für richtig halten. Ein großer Mitas-Fan. BKT sieht auch wild aus. Die mag ich nicht. Die mag ich jetzt auch nicht unbedingt. Trenne und Michelin, die gefallen mir irgendwie auch nicht. Continental ist es, glaube ich, aber trotzdem. Naja. Vario Grip. Breit. Boah, Breit ist schon geil. Breit mit Vario Grip finde ich gut. Ne, das sind diese Ballonreifen. Na, die fühle ich jetzt, wobei die, ne, die fühle ich jetzt nicht so. Vario Grip, Zwilling hinten, sind hier vorne erstanden. Ne, wir machen breit mit Vario Grip, hätte ich gesagt. Ne. Ne, Standard. So, das ist. Da finde ich aber das. Alter, das kostet ja alles. Alter, der kostet mit Power City. Nee. Das ist ja im Grunde nur Deko und Umleuchten. Brauche ich auf jeden Fall eine. Zwei. Warntafeln finde ich auch immer ganz cool. Ja. Kabine. Hä? Ne, warte mal. Standard, dann mit Tür. Mit vorne Fenster aufmachen. Nee. Das sage ich ganz ehrlich. Da finde ich die normale Kabine eher am geilsten. Chromos Puff. Chromos Puff kann man schon mal nehmen. Dachterminal. Ja, Frontzapfwelle, ja. Das bringt immer nichts ein ohne. Ich sage, da brauchen wir nicht in der Active Control. Und eigentlich hätte ich einen schon Bock in Schwarz. Ja, komm, aber in dem in Chat schwarz, Dachfarbe auch und die Felgenfarbe. Warte mal, was ist denn die Zusatzfarbe? Oder das ist das hier. Ich hätte den komplett schwarz gemacht. 216.000. Ich glaube, zum Ende des Projekts kann man das sich mal gönnen, oder? Ja, hätte ich jetzt schon gesagt, Freunde.
Es würde uns jetzt natürlich auch nicht umbringen, das nicht zu machen, und es ist natürlich absolut null effizient. Aber erstens neigt sich das Projekt am Ende, zweitens fahren wir auf den ganzen anderen Maschinen schon ewig rum. Und drittens habe ich Bock drauf. Ja, ich habe den neuen 700er noch gar nicht benutzt. Deswegen habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir können jetzt mal noch den Kredit, wir machen uns mal, wir nehmen ja 300.000 auf, wir können ja dann wieder direkt zurückzahlen auch. Also wir nehmen nicht 300.000 auf, sondern wir nehmen so viel auf, dass wir 300.000 haben. So, 180.000 wären das dann. Gut, das wäre natürlich auch zu geil gewesen. Weil dann bauen wir das jetzt nochmal zusammen. Und dann haben wir jetzt hier zum Projektende nochmal einen neuen Schlepper uns gegönnt. 27, 50 Gamma, Kondis, Breit, Vario Grip. Wobei das Vario Grip. Das wahre Grip können wir eigentlich weglassen. Kostet es mehr? Nö, ja, dann können wir es auch drin lassen. Wobei, irgendwie schaut es auch scheiße aus. Ich weiß es immer nicht. So, Radgewichte ohne. Nee. Ja, Radgewichte ohne. Das lassen wir auch. Rundumleuchte links und rechts. Warntafeln, ja. Das lassen wir Standard. Designpaket war der Chromauspuff. Dachterminal. Ja. Frontzapfelle, ja. In der Active Control. Und wobei, nee, komm, wir lassen den grün. Weiß wollte ich schon sagen. Wir lassen den grün. Geil. Freunde. Da haben wir uns jetzt tatsächlich nochmal zum Ende des Projekts. Was heißt zum Ende des Projekts? Wir spielen natürlich noch ein bisschen weiter. Haben jetzt hier nochmal einen richtig schönen Schlepper hier gekönnt. Mit dem werden wir jetzt auch direkt losziehen mit der Walze, hätte ich gesagt. Der ist schön ruhig auch. Ganz ungewohnt. Wobei, so ruhig ist er auch nicht. Geiler Schlitten. Den bin ich ja damals auf Farmcon auch in echt gefahren. Den Kollegen. Na, ja, genau, da geht der Dark Mode rein. Ja, so ist gut. Schick, schick, schick. Na, noch mal ein bisschen was gegönnt, war. Doch, das freut mich jetzt, weil wir fahren auf dem 900er schon seit Anfang an. Klar ist der jetzt vom PS her an sich kein großes Upgrade, aber sind trotzdem nochmal andere PS, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und da kann man sich das auch mal gönnen, oder nicht? Freunde, würde ich jetzt schon sagen, dass das jetzt zwar kein taktischer Vorteil ist, aber zumindest ist es ein Spielspaß bringender Vorteil. So. Dann können wir gleich mit der 8 Meter Walze loslegen, die ja auch neu ist. Machen hier mal Ersteinsatz für die Walze. Auch sehr geil. Also mich freut es. Ihr könnt mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Klar, das ist wieder ein Fan. Das ist ein durchweg Fan-Projekt irgendwie geworden. Aber das ist auch keine Absicht, sage ich ganz ehrlich. Das ist einfach irgendwie passiert. Aber gut. Kann man jetzt auch nichts ändern. Ich finde es auch nicht schlimm. Deswegen alles safe.
finde auch mit der 8 Meter Walze macht er sich ganz gut. Doch, war kein Fehler. Außerdem ist es mal geil, diesen neuen 700er schon mal vorm LS25 zu sehen. Ich hoffe, dass es soundtechnisch wirklich ähnlich. Also der Sound ist wirklich sehr real, wobei der von innen fast ein Ticken zu laut ist. Von außen geht's. Er ist wirklich von innen. Ich bin ja gefahren, ne? Genau den. Auf der FarmCon damals. Und es ist jetzt natürlich kein Praxistest. Das waren halt lapidar 3 Runden auf der Rennstrecke. Aber der ist wirklich sehr weich zu fahren und sehr, sehr leise von oben. Sehr weich und sehr leise. Deswegen finde ich den ganz cool und freue mich schon, den im nächsten LS auch standardmäßig zu nutzen. Bin mal gespannt auf den Sound dann auch vom, weil der Sound, den wir jetzt haben, also der Mod, der Sound von dieser Mod, der ist wirklich sehr gut getroffen. Ja, der ist wirklich sehr gut getroffen. So. Was müssen wir jetzt noch machen, wenn wir wenn alles nur. Was muss ich jetzt noch machen, wenn wir fertig sind mit Walz? Ich glaube nichts mehr. Da können wir vorspulen. Miststeuer könnten wir ready machen. Müssen ja dann in der nächsten Wachstumsstufe Mist fahren. Das heißt, wir könnten an den hier direkt den Isaria-Sensor vorne dran machen. Und Isaria-Sensor einmal dran. Und noch irgendwas. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall den Isaria-Sensor dran machen und der aktuelle Miststeuer, lol. Von der Beleuchtung ist der natürlich auch richtig krass. So, dieses Symbol IC oder Interactive Control, das vermisse ich halt schon noch. Bisschen im oder werde ich schon noch vermissen im nächsten LS-Teil, weil es wird ja ziemlich sicher nicht kommen, was man jetzt so mitbekommen hat. Klar kann es sein, dass es noch aus dem Nichts ankündigen, aber ich glaube, dass das meiste tatsächlich jetzt angekündigt ist nach der Gamescom. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann klappt man zusammen. So, und dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Da würde ich nämlich sagen, wenn's, oder wir fahren noch zum Hof. Wir fahren noch zum Hof. Stellen wir den neuen Schlitten hier noch. Auf dem Hof. Irgendwie wäre es cool, wenn wir den 900 doch noch behalten hätten, aber das ist dann auch zu viel, ne? Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat,
Liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.